Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich teste heute mein neues Laufrad. Und wo kann ich das besser testen als bei mir um die Ecke in Mosbach? Und verbinde das gleich damit, mal zu schauen, was die hier alles so Neues gemacht haben. Auf YouTube habe ich schon so einiges gesehen und bin sehr gespannt, das mal abzufahren. Von daher, ich nehme euch gerne mit. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. In diesem Sinne, seid lieb zueinander. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Geht, kann man fahren. So, der blaue Trail. Gehupft wie gesprungen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was neu gemacht wurde. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Leine erinnern. Ich nehme euch deswegen einfach mit. Das Laufrad scheint zu halten. Das heißt, ich habe nicht ganz so viel falsch gemacht. Ich fand letztes Jahr die Line für eine blaue Line schon sehr anspruchsvoll. Aber es ist immerhin alles abrollbar. Vielleicht deswegen die blaue Kategorie. Ja, mein Vorbau knarzt noch etwas. Noch ein bisschen Klinovic geschädigt. Sehr schöne Sprünge. Das macht Spaß. Kann man fast alle clearen. Oder aber als Anfänger auch überrollen. Erste Sektion und gleich weiter in die zweite. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was die hier neu gemacht haben. Eigentlich schade, dass ich so selten hier bin, wenn man überlegt, dass das gerade mal 30 Minuten Fahrzeit für mich bedeuten würde. Oh. Sollte man das viel häufiger machen. Problem ist, dass das hier am Wochenende mega voll ist. Und man so lieber nur am Wochenende unter der Woche herfahren sollte. Sehr schön. Ja, die macht Spaß. Im Vergleich zu der blauen von Klinovic. Kein Vergleich. Auch wenn Klinovic natürlich mit über 10 Kilometern deutlich länger ist. Aber kein Vergleich. Sehr schön. Macht mega Spaß. Ja. Wow. Ja. Zwischendurch muss man doch ein wenig triebeln.
ist wahrscheinlich aber dem schweren Bike geschuldet. So, das war's schon. Dann schauen wir uns mal die rote Line an mit dem genialen Namen Uffbase. Auch hier gilt, keine Ahnung, was sie neu gemacht haben. Ich kann mich an diese Line überhaupt nicht erinnern. Also auch hier lassen wir uns überraschen. Hopp, fängt gut an hier. Sehr schön. Kann ja nur besser werden. Sehr schön. Jawohl. Und der hier. Ja gut. Steinfeld. Okay. Nett. Sehr nett. Aber auch hier gilt rote Line. Ich weiß nicht. Sehr schön. Mega gut. Uai, der kickt ordentlich. Ah, vielleicht sollte ich mir diesen einen doch erstmal anschauen. Und in die zweite Sektion. Mit einem Drop. Sehr geil. Mega. Sehr schöne Line. Die macht Spaß. Finde ich bis jetzt sogar etwas besser als die gehupft wie gesprungen. Eieieiei. Erst angucken und dann Gas geben. Auch wenn mir mein Vorbau ein bisschen Sorgen macht gerade. Der war mir ein bisschen too much. Der war nix. Vielleicht sollte ich mich doch erstmal um den Vorbau kümmern. Was ist das hier? Ui! Ach, geiles Ding. Schön. Mega. Hier geht, ja genau, hier crossed der Trail sozusagen mit dem blauen. Das heißt, das Ende ist mit dem blauen identisch. Deswegen kürzen wir den hier ab. Der war gut. Der macht Spaß. Den kann man schön laufen lassen. Der gefällt mir besser als der blaue. Da ist auch nichts dabei, was man nicht schafft. Gut, das Gap muss man sich vielleicht rantrauen. Aber alles andere macht Spaß. Ja, heute nur ein kurzes Video. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es lässt mir irgendwie keine Ruhe, wenn das Bike irgendwie dauernd irgendwelche Geräusche macht, wenn es so knackt vorne im Vorbau. Ich denke, das ist noch etwas Klinovic geschädigt. Ich werde es mir auf jeden Fall zu Hause erstmal anschauen müssen. Ja, ich denke, man kann die Trails aber trotzdem ganz gut erkennen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß bei dem Video und beim nächsten Mal wird es sicherlich wieder etwas mehr. In diesem Sinne, seid lieb zueinander. Ciao, ciao.